Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Gina Trader Helpdesk. Ja, wieder mal mit Carsten Berger. Ich freue mich, dass er heute Abend hier mit mir diese Veranstaltung macht. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie trotz des guten Wetters heute Abend live dabei sind. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir besprechen direkt mal den Risikohinweis. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom heutigen Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Okay, also Sie können natürlich gerne Ihre Fragen schon mal in den Chat reinschreiben. Der Carsten freut sich, aber ich glaube und denke, er hat wieder ein Thema mitgebracht. Deswegen schnell mal den Bildschirm übertragen und wünsche viel Spaß und viel Erfolg. Danke, Nelson, für die tolle Ankündigung. Moment, ich muss hier erstmal alles startklar machen. Bildschirm übernehmen, genau dahin setzen wir das. So, ich hoffe, ich bin auch gut zu verstehen. Zu sehen werde ich jetzt wahrscheinlich auch sein, Nelson. Ja. So ist es. Wunderbar, das freut mich. Jetzt werde ich dich nicht nochmal wecken. Jetzt kannst du dich wieder hinlegen. Danke dir. Nein, du darfst natürlich immer Zwischenfragen stellen oder mich unterstützen, falls ich mal nicht weiter weiß. Sehr gerne. Okay, super. Dann fangen wir heute mal an. Es ist schon etwas wärmer in diesem Jahr, sage ich mal. Das letzte Mal, dass wir hier Agina Trader Helpdesk hatten, war es im April. Und dann hat es mich erwischt. Eine Bronchitis, war dann so 3, 4 Wochen damit beschäftigt. Und da konnte ich leider nicht reden. Deswegen musste ich dieses Webinar absagen. Aber jetzt, das letzte vor den Sommerferien im Juli, fällt das aus. Und dann geht es wieder im August weiter in dem gleichen Rhythmus. Okay, dann hauen wir mal rein. Den Risikohinweis, den hat ja der Nelson freundlicherweise schon gemacht. Wer schnell lesen kann, konnte das auch schnell noch überfliegen. Meinen Lebenslauf kennt man ja. Ich bin Agina Trader Experte, das kann man schon so sagen. Seit das mächtige Trading Tool auf dem Markt ist, habe ich, glaube ich, bin einer der ersten, der die Lizenzen gekauft hat. Habe sehr viele Videos erstellt dafür und ja, auch mehrere Seminare schon durchgeführt und Online-Webinare zahlreich. Mache also auch Coachings hinsichtlich dieser Agina Trader Ausbildung. Mein Schwerpunkt liegt aber, wie es hier unten steht, bei der Ausbildung meiner Perlentaucherstrategie. Und die mache ich, weil es für mich in dem Sinne kein anderes Tool gibt auf dem Markt bis jetzt, was das Screening nach Aktien so perfektioniert durchführen kann in meinem Sinne. Also ich habe das alles eingestellt und das werdet ihr nachher auch sehen. Das ist der Agina Trader. Und von daher könnt ihr gerne eure Fragen an mich richten, einfach in die Fragen reinschreiben. Sollten sie auch noch so lapidar sein, wenn jetzt habt ihr die Chance. Also am Support kriegt ihr hier vom Agina Trader Team keinen live. Da müsst ihr eine E-Mail schreiben und warten. Jetzt habt ihr die Chance, was zu schreiben. Wenn es komplexer ist, dann werde ich schauen, was ich machen kann und mich dann wieder bei euch melden. Deswegen müsstet ihr dann auf meine E-Mail-Adresse eine Frage schicken. Das Programm heute ist relativ einfach. So ein Agina Trader Helpdesk lebt natürlich von euren Fragen. Und wenn das nicht so der Fall ist, dann habe ich mal gesagt, heute schaue ich mir mal den Fundamental-Screener an. Schon das ist eine Veränderung, denn diejenigen, die schon etwas länger mit dem Agina Trader zu tun haben, und ich spreche hier auch von der Andromeda-Version, der etwas höheren Version, die wissen, dass das Tool Fundamental-Screener nicht so hieß, sondern End-of-Day-Screener. Und die den älteren haben, den werde ich Ihnen nachher zeigen, dass es im Endeffekt beide Screener gibt. Ja? Fundamental- und End-of-Day-Screener parallel. Diejenigen, die eine neuere Version haben, müssen dann mit dem Fundamental-Screener Vorlieb nehmen. Das ist aber eine andere Technologie, die dahinter beruht. Und ist auch nicht so nachteilhaft, im Gegenteil. So, wer noch nicht Kunde bei FX Flat ist und gerne den Agina Trader für sein Trading mit den CFDs oder auch mit Aktien bei FX Flat nutzen möchte, der kann das auch über mich tun. Und zwar kann er auf meine Homepage gehen, tradercoach.de unter Services und kann dort, wenn er ein Konto bei FX Flat eröffnet und das über meinen Link hier macht auf meiner Homepage,
auf Demokonto oder auf Live-Konto klickt oder bei AginaTrader Erwerbung dieser Software auf zum Shop klickt, dann kriege ich eine Affiliate und ihr sichert euch damit eine Coachingstunde gratis. Ja. Somit habt ihr gleich mich dabei. Ich installiere euch den AginaTrader, ich schließe euch den Datenfeed an oder den Broker FX Flat. Und von daher seid ihr schon mal gut aufgestellt und startet mit diesem Produkt und mit diesem tollen Broker perfekt in hoffentlich eine gute Trading-Karriere. So, das ist meine Homepage, tradercoach.de. Da könnt ihr gerne mal raufschauen. Und natürlich meine E-Mail-Adresse cb@tradercoach.de. Einfach schreiben, wenn ihr Fragen habt. Ich beantworte alle E-Mails. Und wenn es etwas länger dauern sollte, dann seht es mir bitte nach. Es kommen immer zahlreiche E-Mails. Aber ich bemühe mich sehr, die auch umfassend zu beantworten. Okay, dann gehen wir jetzt rein in den AginaTrader. Ziehe den mal hier rüber. Und da muss ich schon gleich was dazu sagen. Der AginaTrader ist im Endeffekt eine Trading-Plattform, die individualisierbar ist. Das heißt, so wie die jetzt hier bei mir aussieht, sieht die denn nicht aus, wenn ihr die bestellt oder eine Demo bestellt. Das fängt schon mal von der Farbgebung an. Das ist ja nicht so schlimm. Ist ja nun egal, ob der Button grün, gelb oder lila ist. Aber, sage ich mal, Hintergrundbildschirm und auch natürlich die Einstellungen, die Signale, die Screener, wie ich meinen Chart aufbaue. Manche Leute programmieren sich dort auch Dinge hinein. Das ist alles individualisierbar und relativ komplex. Deswegen kann ich es verstehen, wenn jemand dort noch etwas Schwierigkeiten hat, sich mit diesem Tool einzuleben und einzufinden. Hat man das erst einmal eingerichtet und weiß, worauf es ankommt, dann hat es absolut seine Vorteile auch in der Bedienung. Man muss ja auch nicht im Flugzeug alle Knöpfe drücken, sondern man sollte wissen, wie es landet, wie es startet und wo man, sage ich mal, das Kerosin reinmacht. Und dann kann man auch handeln und muss nicht jede Schaltfläche letztendlich bedienen dafür, um irgendwann einen Trade abzusetzen. Ich kann euch aber sagen, dass das, was jetzt ihr hier seht, mit diesem ganzen Aufbau, mit den ganzen Listen, die ich da drin habe, dass das ungefähr ein Jahr gedauert hat mit einer Planung, bis man die Signale letztendlich, Pfeile, die da drin sind, so hinbekommt, wie man sie hätte gerne. Wenn man halt ein Screening durchführt und meinen Ansatz dort abbildet, dann muss man schon vorher einen Plan haben, wo man eigentlich hin will. Weil ansonsten gibt es einige Hürden dabei und das könnte dann schwierig werden, wenn man das in der Planung nicht von vornherein schon macht. Also wer da gerne Tipps haben möchte, einen eigenen Arbeitsplatz oder vielleicht sogar diesen Arbeitsplatz erwerben möchte, der kann mich gerne anschreiben. Wir machen ein 1:1 Gespräch über Zoom und dann könnt ihr auf meinen Arbeitsplatz gucken oder ich eure Fragen direkt beantworten. Okay, so, dann, wenn jetzt noch keine Fragen dabei sind, schau mal, nein, noch nicht. Dann habe ich eine Frage, die ist erst letztens mir gestellt worden. Im Coaching bei mir, bei meinen Leuten, in meiner Perlentauchergruppe, die natürlich auch dann AginaTrader Beratung exklusiv haben und einen direkten Draht zu mir. Das bedeutet, die ist relativ einfach. Wie kann ich denn die Farbe von den gleitenden Durchschnitten ändern? Ja, das ist relativ einfach. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist ja, dass ihr den Indikator, in dem Fall, sage ich mal, den SMA, suche mal einen SMA, den kann man hier so raussuchen. Und dann nehme ich den mal und ziehe den hier in die Mitte. Okay. Und wenn ich das hier in die Mitte gezogen habe, kann ich hier rechts das hier einstellen, das Einstellungsmenü. Und derjenige ist fast verzweifelt, weil er gesagt hat, wo finde ich hier die Farbeinstellung? Hier ist nirgendwo Farbe zu sehen. Ja, das ist etwas verklausuliert. Ihr müsst bei Visual gucken, also etwas Visuelles. Also merkt euch diese Brücke Visuelles. Dann ist hier so ein Pfeilchen und immer wenn so ein Pfeilchen da ist, dann ist darunter was versteckt, ja, unter Ausgaben. Nicht eure Ausgaben, das ist hier kein Portemonnaie oder so etwas, sondern Ausgaben anklicken. Aha. Dann weißt du, dass du den SMA angewählt hast und darunter nicht aufgeben, da findet ihr dann die Farbgebung. Und jetzt ist sie nicht zu verfehlen, denn man hat ja dieses wundervolle Blau. Und was ihr hier einstellen könnt für diese Linie, ist letztendlich die Farbe. Ihr klickt einfach darauf und dann öffnet sich hier rechts oder es bildet sich hier so ein Dropdown-Feld.
Da müsst ihr dann nochmal raufklicken. Also ihr seht, ich musste schon ein paar Klicks machen und dann habt ihr ein ja, Standardfarbenauswahl. Da könnt ihr jetzt einfach zuschlagen oder ihr sagt, nö, ich möchte es ein bisschen schöner haben. Bei mir sind halt die Farben etwas anders. Ich habe sie aus dem Web genommen. Da gibt es verschiedene Schattierungen und dann versucht ein bisschen meine designerischen Fähigkeiten hier in meinem Tool niederzulegen. Oder ihr nehmt ja die Sache aus den Systemfarben. Also das könnt ihr dann variieren, wie ihr wollt. Ich nehme jetzt hier einfach eine benutzerdefinierte Farbe, ein wunderschönes Pink. So, dann kam gleich noch die Frage, wie sieht denn das eigentlich aus? Die Linien sind so dünn, die kann ich kaum sehen. Ich hätte die gerne dicker. Genau, da ist man auch schon im richtigen Feld. Nämlich genau hier, wo die 1 steht, Width heißt im Endeffekt Breite. Da würde ich empfehlen zwischen 2 und 3, also nicht 23, sondern 2 oder 3. Ich nehme jetzt hier mal die 2 und dann ist das eigentlich schon sehr schön gemacht. Und das Erste, was dann noch immer noch als Zusatzfrage kommt, ist, wenn ich aber diese Linie irgendwo anders hinzeichnen möchte, ja, dann muss man sich hier etwas ausdenken. Und zwar Chart Panel heißt, dass die Linie quasi dahin kommt, wo die Perioden sind, wo die Balken sind, ne? Da, wo der Chart ist, oben in die große Fläche. Jetzt ziehe das hier mal beiseite. So, hier, da rein kommt dann halt der gleitende Durchschnitt, so ähnlich wie der grüne vom Bollinger Band. So, wenn ihr den aber woanders hin haben wollt, dann könnt ihr das hier mit erreichen mit dem Feld Chart Panel, also in welches Feld der kommt. Man kann jetzt sagen, och, den will ich da oben drin haben im Chart. Man kann aber auch sagen, nö, ich will ihn beim Volumen drin haben, so wie ich den hier bei mir reingezaubert habe zum Beispiel. Ja, dann kann man das anklicken, dann öffnet sich wieder so ein Dropdown-Tab und nicht verzagen draufklicken und dann sehe ich, aha, hier oben ist Chart-Panel, das ist das hier oben. Darunter steht Nummer 1 und 2. Das sind die Indikatoren 1 und 2, die hier drin sind und da kann ich dann den Indikator draufpacken. Ja, was ich dann noch berücksichtigen muss, ist, dass ich zum Beispiel auch die Eingabeserie ändern muss, ne? Also was, woher kommen die Daten? Also wenn ich die jetzt ins Volumen packen will, dann muss ich hier oben nicht den Close in der Eingabeserie, nämlich hier, berücksichtigen, sondern klick mal drauf und dann kommen hier drei so eine Punkte. Da mal drauf machen und dann sieht man, aha, jetzt habe ich hier noch verschiedene Eingabeserien. Jetzt kann ich mir einen Indikator raussuchen, den ich gerne hätte und der dann natürlich dann zu der Indikator hier unten passt. Ne? So, dann klicke ich auf OK. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich etwas verstellt habe. Nö, ich lasse es so, außer das pinkfarbene. Okay, und wenn man auf Übernehmen klickt, das würde ich immer empfehlen, dann kann man schon mal gucken, wie das aussieht. Ich mache das hier mal zur Seite, so, übernehmen. Da sieht man schon mal, oh ja, passt hervorragend in mein Design. Und da bleibt das Bearbeitungsfeld offen. Also ihr müsst nicht immer auf OK klicken, weil dann geht dieses Feld hier, dieses Bearbeitungsfeld zu und ihr müsst wieder das ganze Prozedere von vorne machen, also wieder auf Indikator klicken und so weiter. Und das ist immer so im Magina Trader oder überwiegend übernehmen klicken heißt immer, man kann es sich schon mal anschauen, die Wirkung und wenn man nicht zufrieden ist, kann man gleich nachbessern und sagen, oh nö, ich hätte doch lieber jetzt hier eine Breite gemacht, gehe auf übernehmen und dann ist da vielleicht noch, ja, so ist es schön. Also man kann gleich gegensteuern, ne? Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Ich werde mir diesen entfernen Indikator, also wenn man den nicht schickt findet, wie macht man das? Man markiert den, geht auf Löschen und klickt auf Übernehmen, dann ist er wieder draußen. Das war der kleine Ausflug in das grafische Design eines ja, gleitenden Durchschnittes mit dem Magina Trader. Und ich sehe, der Tobias, hallo Tobias, grüße dich, hat eine Frage. So, jetzt schaue ich mir die erstmal an. Ihr könnt euch so lange mal ein kaltes Getränk vielleicht holen. So, ich muss das hier mal ein bisschen auseinanderziehen. Da geht's los. Okay. Ja, okay. Tobias hat was gemacht, was schon sehr schön ist, was schon sehr viele, sage ich mal, gerne machen wollen, was aber gar nicht so einfach ist am Anfang. Hat das aber gemacht. Er hat eine Condition, also ein Signal programmiert oder zusammengestellt, sagen wir mal eher. Was ist das? Zeigen wir das mal. Ein Signal erstellen macht man hier mit der Strategie. Das ist hier oben. Da ist es, ja, dieser Tabulator da oben, dieses Feld. Dropdown wird draufklicken. Dann öffnet sich das hier und dann kann ich hier über Condition Escort, das ist die Signalerstellung. Ja? Also eine Condition
ist Signal. Das müsst ihr euch irgendwie merken. Schwierig zu merken, aber vielleicht könnt ihr euch das somit besser einbläuen. So, jetzt haben wir darauf geklickt. Das ist der Condition Escort, Signalerstellungshilfe, übersetzt. Und hier kann ich mir etwas zusammenstellen. Und was ich mir beim Tobias denken könnte, denn er hat ein Problem. Er hat ein Signal erstellt und hat dann einfach eine neue Condition angelegt und hat dann einen Kompilierungsfehler. Ja, das kommt aus der Programmierung heraus. Kompilierung heißt immer, der Computer checkt im Endeffekt jetzt ab, ob alles in Ordnung ist und irgendwo greift er denn da ins Leere und irgendetwas fehlt. Und bei ihm ist die Fehlermeldung, dass es auf bereits bestehende erstellte Signale zurückgreift. Kann ich dir schon mal sagen, genau weiß ich nicht, was es ist, aber ich könnte es mir eventuell vorstellen. Also es gibt einen Kompilierungsfehler, der kommt recht häufig vor und das ist, wenn man zum Beispiel jetzt ein Signal erstellt hat, ein ganz einfaches, meinetwegen der Kurs ist größer als dieser rosafarbene SMA, den ich da gerade reingelegt habe. Das wäre jetzt die erste Bedingung zum Beispiel. So, dann habe ich die gespeichert. Das hast du gemacht, gespeichert. Und jetzt mache ich eine zweite, wo ich sage, der muss über dem grünen SMA auch sein, den wir jetzt hier meinetwegen drin sehen, der Kurs. Und der rosane muss auch über dem grünen sein. Und dazu will ich die Bedingung noch haben, dass der Kurs auch über dem rosanen ist. Also ich habe im Endeffekt drei Bedingungen und zwei Conditions. In der eine, die erste ist das Ding, dass der Kurs über dem rosanen ist. Und bei der anderen ist im Endeffekt sind die anderen beiden Bedingungen drin in einer Condition. Also haben wir zwei Signale. Und wenn du jetzt sagen willst, dass das erste Signal mit implementiert ist in dem anderen, dann schreibst du ja im Endeffekt dort hinein, sagen wir mal hier, ich nehme mal das, was von AT ist. Ich nehme mal, das ist eine fertige Condition hier. Nehme die. Ich wollte eigentlich eine neue anlegen. Moment, Strategie. Condition Escort. Habe ich zu früh reingeklickt. In die falsche Abteilung. Sorry. So, wir machen hier eine neue. Das soll eine Long sein. Condition. Und ich muss hier irgendeinen Namen vergeben. Ich mache einfach mal Test 1. Bitte vergibt da immer sinnvolle Namen. Ihr seht bei mir hier, sind hier viele Dinge sortiert, auch nach Reiter und so weiter. Dort bitte gewissenhaft arbeiten. Ihr findet die sonst mal, wenn ihr die irgendwo braucht, auf dem PC als Datei schwerlich nur wieder. Und das Sortieren und das Gute ablegen hat nicht nur im Büro Sinn, auch im AT, will ich dazu sagen. Okay, dann suchen wir eine Condition, nämlich die als Beispiel jetzt mal die, dass wir den Kurs größer als den rosanen haben wollen. Ja, meinetwegen ist das hier der Close is below, also niedriger in dem Fall, aber als wurscht, der rosane wäre die erste Bedingung gewesen. Jetzt ziehe ich die darunter und das ist schon ein Signal an sich. Und dieses Signal liegt jetzt in meinem neuen Signal-Test drin. So, und was muss ich jetzt hier machen? Da muss ich einfach sagen, Computersprache kennt ihr ja, wenn diese Bedingung zutrifft, dass in dem Fall die rosane Linie unterhalb des Kurses liegt, ja, dann gebe uns eine 1 aus. Das macht er ja. Ein Computer sagt 1 ja, 0 nö. Dazwischen gibt es nicht. Und in dem Fall muss ich dann hier unten etwas runterscrollen und muss hier einen Wert reinholen, nämlich die Zahl, also Anzahl hier rein. So, jetzt mache ich das Feld Anzahl hier rein. Hier kann ich jetzt sämtliche Anzahl reinschreiben, die ich möchte. Es reicht aber schon das aus, weil hier steht ja größer als 0. So, und jetzt nehmen wir mal an, du hast diese andere Condition noch hier drin. Hast einfach eine erstellt, irgendeine, ist wurscht, ich will ja bloß als Beispiel sagen. Und als SMA, wo ist das Indikatorchen? Da könnt ihr hier reinklicken und mit S, wenn ihr wisst, wie der heißt, ne, so nicht, dann kommt ihr nämlich relativ schnell dorthin zum SMA, Single Moving Average, da ist er. So, der Close soll größer sein als der SMA, anders als der. So. Jetzt habt ihr da zwei verschiedene Sachen. Einmal habt ihr hier ein Signal drin, was wir aus zwei Indikatoren innerhalb dieser Condition, also dieser Bedingung, zusammengestellt hat. Und darüber steht ein Signal letztendlich, auch eine Condition. Und die muss vorhanden sein. Es könnte sein, dass du irgendeinen Fehler da drin gemacht hast, weil du schon mal so eine andere Condition verwendet hast. Also die muss immer vorhanden sein. Die dürft ihr erstens nicht löschen, weil dann würde die jetzt hier, die neue, ja nicht funktionieren,
weil die davor gefertigte ja mit dazugehört. Warum macht man sowas? Damit man nicht immer alles mehrfach schreiben muss und die Dinger nicht so verschachtelt sind und ein bisschen aufgeräumter sind. Also ich habe dann oft mit Querverweisen auch gearbeitet. Mir ist es aber auch schon passiert, dass ich einfach mal eine gelöscht habe oder jemanden eine Condition geschickt habe, der sagt, du, die geht gar nicht. Da passiert irgendwie was. Und beim Speichern ist es halt so, da wurde etwas von der Speicherführung geändert. Wenn du den Namen hier oben veränderst, ich speichere die jetzt mal ab, Test. Also ich mache die mal in die Kategorie 3xA, dann weiß ich, dass ich das danach wieder löschen kann. So, das ist die Kategorie. Müsst ihr euch vorstellen wie ein Ordner. Und da liegt jetzt das Blatt Test drin. So, jetzt muss ich mal gucken, ich speichere das mal. So, jetzt müsste hier irgendwie AAA kommen und dann innerhalb dieses Ordners hier links dann auch Test drin stehen. Da haben wir es. Ja? Das ist der Ordner, den ich erstellt habe. Und damit ich es ein bisschen aufgeräumt habe, habe ich hier Test drin, das Blatt. So. So, jetzt gucken wir mal, wie sich das mit dem Speichern verhält. Einerseits kann ich sagen, ich schreibe hier oben ein 12 hin und was passiert? Bleibt dann Test 1 vorhanden? Nein, das wird überschrieben. Das müsste jetzt eigentlich dann Test 12 heißen und nicht Test 1 und Test 12. Früher war es mal so, dass es irgendwie geblieben ist. Schauen wir mal nach. Also das überschreibt. Ich kann aber auch sagen, nö, ich will jetzt doch aus dem Test 12 eine andere Sache machen mit dem gleichen Inhalt. Und dann gehst du hier unten runter, speichern unter, als Condition speichern. Und dann kannst du hier einen neuen Namen vergeben. Der Rest bleibt im Endeffekt so, wie es ist. Ich sag mal 13. Und jetzt müssten beide parallel sein. Und irgendwie muss da bei dir was durcheinander gekommen sein. So, schauen wir mal. Der Test 13 wurde erfolgreich gespeichert. Und ihr seht, die liegt da drunter. Also daran könnte es eventuell liegen, Tobias. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen weiterhelfen, dass du das nochmal checkst. Ja, Tobias schreibt, da muss irgendwie der Hund begraben sein. Das ist die erste, nicht mein erster Versuch. Ja, das ist halt, wenn man erstmal angefangen hat, Signale zu schreiben, und dann kann ich dir sagen, dann versinkt man relativ schnell in der Flut. Also man muss echt aufräumen und beim Probieren dann irgendwann auch die rausschmeißen, die man nicht mehr braucht. Man verliert die Übersicht. Und Struktur und Übersicht ist in dem Fall echt hilfreich, da etwas schneller ans Ziel zu kommen. Ich drücke dir die Daumen, aber ich denke mal, du kriegst das hin. Johann schreibt, kann man ein Signal auch auf Handy senden lassen? Schöne Grüße, Hannes. Ja, da ist er ja. Schöne Grüße nach Österreich, einer aus meiner Gruppe. Aufs Handy senden lassen. Jetzt muss ich mal überlegen. So, jetzt schauen wir mal. So, also, wenn man auf Tools geht und auf Einstellungen, dann habe ich hier den Konfigurations-Escode. So, es gibt mehrere Stellen, wo das hinterlegt sein könnte. Da ich das selber nicht mache, kann ich das jetzt mit dir einfach mal anschauen. So. Hier habe ich nichts, wo ich eine E-Mail eingebe. Also gehe ich mal weiter. Allgemein war es nicht. Schauen wir mal bei Chart. Haben wir auch nicht. Okay. Dann haben wir Alarme. Allgemein. Alarme. So. Und das ist es ja im Endeffekt. Ein Signal ist ja irgendwie wie ein Alarm auch. Also es gibt mehrere Dinge. Zum Beispiel ein Preisalarm. Wenn du so eine Linie reinmachst, da kannst du deine E-Mail eintragen und dann ist die für alle Zeit, sage ich mal, solange so ein bisschen wieder löscht, für Preisalarme und so weiter da drin. So, jetzt gucke ich mal, Zeitalarm, Indikatoralarme. Indikatoralarme kannst du auch mit einer E-Mail versehen. Du schreibst die hier rein und das Tool weiß dann, dass deine E-Mail da ist. Die kriegst du als E-Mail und du siehst mobil auch, wobei ich der Meinung bin, das ist kein Handy, sondern das ist dann die Anwendung, die Agina Trader ja auch hat, wo man halt den, ich glaube, der heißt Mobile, Agina Trader Mobile, das ist so ein kleines Tool, wo man halt dann die Benachrichtigung und so weiter kriegt. Also ich selbst nutze es nicht, weil ich mich gerne immer auch etwas fernhalte von meiner eigenen Trading-Arbeit. Wenn zu viel Infos sind, dann auch nicht okay.
Kann man aber in dem Fall nutzen. Musst du mal gucken bei aginatrader.com, da kannst du dir das runterladen, dich registrieren und dann sollte das kostenfrei funktionieren. Aufs Handy kann man bestimmte Sachen nur programmieren, also dass man das zum Beispiel einen Preisalarm hätte und dann wird das irgendwie umgeleitet. Das ist aber wieder eine Programmierungsarbeit. So, wenn man ein Signal jetzt hat, das ist ja Indikatoralarm, Verbindungsabbruchalarm, sowas kriegt man. Ein Signal kriegt man im Endeffekt aus dem Setup Escort zum Beispiel. Pass auf, Strategien, Setup Escort. Schauen wir mal da rein. Da habe ich ja hier verschiedene Setups. Bei allgemein steht im Endeffekt nichts drin. Nö. Einstiege steht da auch nichts drin. Wunderbar. So, dann gucken wir mal bei Standard. Da lädt er das rein. Und wenn du hier auf Konfiguration gehst, dann hast du hier bestimmte Setups gemacht. Ja? Und wenn man die einstellen muss, dann ist es auf Parameter. Und jetzt guck mal, wenn du jetzt hier ein Signal generiert hast, bei mir ist es ein bisschen anders gelegen, weil ich die anders nutze, aber das sind im Endeffekt die Entry Escorts sind gleichzeitig auch Signale. Also ich habe ein Signal, dieses Signal soll gehandelt werden und da sind quasi die Dinge aus dem Konfigurationsmenü hinterlegt. Ja, da habe ich einen Initialstop, da habe ich einen Hardtray, wenn ich es möchte, einen Softtray und verschiedene Targets von 1 bis 3 nach verschiedenen Modi. Das kann ich alles hier im Endeffekt einstellen. So, wenn ich das habe und das Signal erscheint, meinetwegen ist am Hochrhein zum Beispiel, ja, habe ich mir einfach mal so ein Signal gemacht, dann könnte ich entscheiden, dass hier, zack, 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 mal gucken, eine E-Mail gesendet wird, das sehe ich, und hier steht Sende Mobile Notification. Ja, wenn ich das auf True setze, dann hätte ich wahrscheinlich die Möglichkeit, dass ich diese aginatrader Handy-App benutzen kann und dann kriege ich dann diese Benachrichtigung quasi als Push-Stream, denke ich mal, übers Internet. Also nicht als Signal SMS oder so, sowas nicht. Aber daran, da kannst du es dann einstellen. Also Notification Mobile ist halt dann darauf ausgelegt. Ja, eine E-Mail kannst du da auch aktivieren für so ein Signal. Oder ein Signalsound auch für dieses eine Signal auf dem PC. Kann man sich dann zum Beispiel auch so suchen. Also ich glaube, Hannes, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Ich würde mir diese Mobile-App an deiner Stelle von aginatrader besorgen, von der Homepage und dann dich da registrieren. Ich weiß nicht, wie die Modi da sind. Ich hatte das mal, habe das aber nicht mehr. Vielleicht werde ich mir das auch mal wieder zulegen und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt hat. Okay, dann schauen wir mal, was noch kommt. Ja, gerne. Ich versuche immer weiterzuhelfen. So, dann kommen wir mal wieder zurück. Jetzt muss ich mal schon mal den Faden wiederfinden erstmal, den ich da abgelegt habe. Genau, wir waren ja bei diesen Indikatoren und so weiter. Und jetzt schauen wir mal auf Fundamentalscreener, was ich da gesagt habe. Und zwar hinsichtlich, wo man den findet. Ja, das ist da oben. Und zwar beim Hauptmenü, ganz oben links, neu. Und wenn ihr jetzt hier das Menü herunter schaut, dann seht ihr, es gibt bei mir zwei. Aktien End of Day Screener ist der, der von der ersten Version mit bei war und Fundamental Screener ist der, den alle wahrscheinlich drauf haben. Ich habe beide drauf, weil, das haben sie gut gelöst beim aginatrader Team, weil es ja sein kann, dass ich den Aktien End of Day Screener, da habe ich mir verschiedene Templates angelegt und die könnten ja mit dem neuen nicht funktionieren, deswegen haben die dort beide drauf gemacht. Für jemanden, der die neue Version hat, spielt das ja keine Rolle, weil er letztendlich eher die neue hat und dann funktioniert das oder sollte jedenfalls funktionieren. So, deswegen zeige ich das mal, was das eigentlich kann, dieses Tool. Fundamental Screener, klickt man da drauf und dann öffnet sich hier so ein Tab. Den habe ich bei mir geöffnet, hier oben. Kann aber gleich dazu sagen, dass ich den nicht in der Tiefe bei mir für meine Strategie nutze, aber es ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool, was nur für in Amerika gehandelte Aktien funktioniert. Also mit der Daimler, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt auch in Amerika gehandelt wird,
oder mit der irgendeinen MDAX-Aktie wird man da wahrscheinlich nicht weiterkommen. Also mehr für Nasdaq und NYSE, MX und was noch dabei ist. So, jetzt habe ich das aufgerufen und das ist im Endeffekt der ganze Fundamentalscreener hier. Sieht erstmal ein bisschen nach Statistik aus, aber hat wirklich hilfreiche Dinge. Was ist auf der linken Seite? Linke Seite haben wir die Einstellungsmöglichkeiten und ab dieser Verschiebeleiste hier auf der rechten Seite haben wir das Ergebnis. Beides ist individualisierbar. Ja, ist im Endeffekt wie Excel. Ich zeige mal hier auf der linken Seite so ein paar Dinge. Ich gehe jetzt nicht in die Tiefe ein auf die ganzen fundamentalen, sage ich mal, Gegebenheiten und die Schaltflächen. Da müsst ihr ein bisschen nachlesen. Eigene Sachen sind auch gut bezeichnet. Da muss man nicht. Bei manchen Dingern frage ich mich dann so, was meinen die eigentlich? Und man kann das dann, wenn man das eine Weile gemacht hat, letztendlich auch für sich selbst, sag ich mal, gut übersetzen. Okay, hier oben an der linken Seite sieht man ja, sind die Beschriftungen und auf der rechten Spalte sind dann die Einstellungsmöglichkeiten. Wenn ich da draufklicke, habe ich eine Einstellungsmöglichkeit Börse. Entweder habe ich gesagt, habe MX, Nasdaq, NYSE oder AKA. So, dann, wenn man keine macht, hat man alle. So, lassen wir. Dann kann ich hier auswählen, die Branchen, ne, die rudimentären Branchen, die fast jeder so kennt, wo es auch die meisten ETF-Fonds drauf gibt. Danach kann man zum Beispiel auch suchen. Man kann aber auch sagen, ich möchte da drunter in der Industrie ein bisschen rumkramen. Das ist dann schon ein bisschen diffiziler. Und wie ihr seht, wenn ich hier mal runterscrolle, da hat man schon ein bisschen zu tun. Man kann das auch miteinander kombinieren. Man könnte jetzt hier oben eine Branche angeben und dann auch mal in der Unterindustrie gucken. Weiß nicht, ob das zielführend ist. Man kann es jedenfalls machen. Wenn man jetzt eine bestimmte Branche sucht und sagt, ich will die unbedingt haben, kann ich mir die aussuchen. Das geht. So, dann habe ich hier das Volumen zum Beispiel. Da kann ich sagen, na, was für ein durchschnittliches Volumen möchte denn die Aktie für mich haben? Heißt, wie viel gehandelte Stück am Tag im Durchschnitt? Je mehr Volumen drin ist, desto fairer wird so eine Aktie gepreist. Desto weniger Volumen in einer Aktie drin ist pro Tag, desto schwieriger wird es, sage ich mal, diesen Wert dann zu verkaufen. Für Intraday-Händler sind nur hochliquide Aktien, sage ich mal, überhaupt geeignet. Und mit etwas hier, mit 50.000 wird das wohl nichts werden, gerade in Amerika. Empfehlen würde ich dann eher so über 500.000 Stück. Das ist, finde ich, schon okay. Es kann ruhig noch ein bisschen mehr sein. Dann wird natürlich die Auswahl der Aktien umso kleiner. Man sieht hier auf der rechten Seite in dem Ergebnis, ich habe das einfach jetzt mal wahllos zusammengeklickt, was da steht. Und da sieht man hier zum Beispiel das Volumen. Es gibt da schon Unterschiede. Zum Beispiel die eine Aktie, die hat ja 2891 Stück und die andere 186.301 und so weiter, ein paar zerquetschte und so weiter. Also man sieht, da gibt es schon Unterschiede. Und damit kann man natürlich die Sache schon mal eingrenzen, um einfach die Anzahl der Aktien, Amerika hat ja eine hohe Stückzahl, einfach mal zu reduzieren. Und damit reduziere ich auch Aufwand, Rechenleistung und gleichzeitig aber auch Signale, die ich mir anschauen muss, die ich gar nicht brauche. So, dann gibt es hier noch verschiedene Unterkategorien. Dann gibt es hier Sonstiges, da muss ich mal raufklicken, was ist denn da drin? Marktkapitalisierung kann ich zum Beispiel machen, Float Short, Dividendenrendite ist ja auch immer interessant, da kann ich mal sagen, hey, zeig mir doch mal Aktien an, die über 4% Rendite bringen. Ne? Falls einer fragt, was ist Dividendenrendite, wenn ich jetzt 100 Euro für eine Aktie bezahlen muss und die würde 4 Euro ausschütten, dann hätte ich jetzt 4% Dividendenrendite, wenn der Kurs so stehen würde. Ja. Und die Dividendenrendite schwankt immer ein bisschen. Wenn der Kurs steigt, wird die Dividendenrendite erstmal niedriger, bis sie irgendwann die Dividende anpasst. Oder sie wird höher, wenn der Kurs fällt. Und dann muss ich mich immer fragen, wenn es hohe Dividenden gibt zum Beispiel, was ist denn bei dem Unternehmen eigentlich los? Ja, das muss man dann auch fragen. Also eine hohe Dividendenrendite heißt nicht immer, dass das gut ist. Das heißt dann vielleicht einfach, dass die Dividende mal hoch war, aber der Kurs ist jetzt einfach niedrig. So, dann kann man das einstellen. So, wenn ich jetzt mal 4% Dividende einfach eingestellt habe und ich sage durchschnittliches Volumen mit Aktie von 500.000 und was nehmen wir denn noch? Aktiepreis. Ja, ihr wisst ja, in Amerika zahlt man meistens die Aktien
pro Stück. Und damit man nicht eine Aktie hat, die jetzt 30 Cent kostet, dann habe ich natürlich für 5.000 Dollar wesentlich mehr Stückzahlen. Das heißt, die Ordergebühr wird teurer. Nehme ich vielleicht Aktien, die über 10 meistens sind oder 20. Ja? Aber ich lasse mal 10 so. Das würde ich jetzt einfach mal so lassen. Und dann drücke ich auf Daten laden. Also man muss ihn schon anstupsen. Daten laden. Und dann kriege ich hier, warum ist denn nur drei Stück, also drei Aktien von vielleicht 8.000 ungefähr, haben eine Dividendenrendite von 4. Jetzt kann ich sagen, okay, das steht, aber ich möchte genau sehen, wie diese Dividendenrendite ist. Jetzt gucken meine Augen hier durch und sagen, hier steht alles drin, aber hier steht keine Dividendenrendite drin. Die wüsste ich aber gerne. Was kann ich machen? Ich kann die Spalte hier auch einstellen. Deswegen steht hier oben so ein Knopf Spalten. Klicken wir mal darauf. So, dann öffnet sich dieses Auswahlfeld und ihr seht, hier links sind lauter Haken, die man setzen kann. Und dann schauen wir einfach mal runter hier mit dem, weiß gar nicht, wie das Ding heißt, mit der Schiebeleiste. So, ob irgendwo Dividendenrendite müsste ja irgendwie oben stehen, oder? Nee, da schon, das ist nicht sortiert. Können wir sortieren? Nö. Ach, wäre schön gewesen, wenn man hier klickt und dann sortiert sich das mal nach Alphabet. Wow, wo ist er? Die ist auf jeden Fall drin. Was ist das? Gewinnmarge, Dividende steht da. Also da steht Dividende, aber nicht Rendite. Mal sehen, ob jetzt da die Rendite drin steht oder... So, haben wir da. Jetzt habe ich was verändert. Und da ich was verändert habe, ist das Ergebnis weg. Aber ich brauche ja Daten einfach nochmal neu laden, dann kommt das wieder. Ah, und da seht ihr, da habe ich Dividendenrendite. Schlecht übersetzt, weil man könnte ja denken, dass damit die Stückrendite gemeint ist, Dividende gemeint ist und nicht die Dividendenrendite. So, so kann ich halt rausfinden relativ schnell, was die für eine Dividendenrendite haben und kann meine ganze Aussehen hier in diesem Feld anpassen. Was ich noch ganz gut finde, wenn es um Earnings geht, also jetzt hier so Daten, wann Unternehmen Quartalszahlen hat, da war hier eine Zeit lang auch die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Fundamental-Screen auch so ist, dass ich das Datum mir hätte anzeigen lassen können. Jetzt bin ich mal gespannt. Performance-Tag. Da links. Nö. Ist auch eine schöne Übersetzung von oben. Da weiß ich jetzt nichts mit anzufangen. Wenn jemand jetzt hier irgendwo sieht, die Earnings oder ach da Einkommen, das ist auch. Ne? Also Einkommen ist die Übersetzung für, bisschen unglücklich gewählt, würde ich mal sagen, für Earnings. Ja, jetzt nehme ich die mit rein, okay, dann geht das wieder weg und ich klicke wieder auf Daten laden. Und jetzt haben wir hier am rechten Rand, da müsst ihr hier unten mit der Leiste ein bisschen schieben, haben wir die Daten, wenn die vorhanden sind. Es gibt Unternehmen, die sind vielleicht nicht so, dass sie jetzt irgendwelche ja, Daten abgeben. Eigentlich müssen sie es ja. Hier sieht man 29. April und A heißt danach, after. Ja, B wäre before Market, bevor die Börse aufmacht, danach. Also hier kann man das relativ gut sehen und hat somit die nächsten Earnings eigentlich ganz gut im Blick. Man kann die jetzt auch so eine Tabelle machen, man kann die auch ausdrucken, wenn man will. Kann man einen schnellen Blick drauf werfen. Aber es gibt ja bald ein Update vielleicht von Agena Trader und da können wir vielleicht so eine Dinge auch automatisiert in einer Condition angefragt werden. Habe ich lauten hören, Version 2.8, wenn mich nicht alles täuscht. So, also, wenn man hier was eingestellt hat und es wird vielleicht immer mehr, was man eingestellt hat, dann gibt es ja auch noch Umsatz, Kapitalrendite, Verhältnis, Fremd zu Eigenkapital. Also man kann da schon relativ schnell eine Vorauswahl treffen und man sollte nur nicht zu restriktiv sein mit den Einstellungen, weil dann passiert mir gar nichts. Und ich sehe auch, warum es so wenig sind, weil ich hier unten noch was angehakt hatte, Performance von über 10% in der Woche. Dann ist klar, dass es so wenig kommen. Da muss man nämlich genau hinschauen. Ja, mir passiert auch so ein Fehler. Ich lade nochmal die Daten und da kommen ein paar mehr. Also nur drei wären jetzt wenig gewesen. Und jetzt seht ihr, haben wir hier Dividende und die kann man auch sortieren schön
haben wir eine Dividende von 192% bei Match Group, weiß ich, was das für eine Bude ist. Dividende von 51%, also immer schön aufpassen, was das für Zahlen sind, das muss man sich mal anschauen. Das ist ja Wahnsinn, was das für Zahlen sind. Und ich glaube, man kann mit dem Tool schon einiges vorsortieren, auch hier mit den Earnings. Hier seht ihr das mit dem B, ja, also vor Marketeröffnung am 22. April. Und wenn man die ganzen, entweder ordnet man das vielleicht mal gucken, ob es funktioniert. Man kann es natürlich auch so ordnen. Dann hat man die ganzen Daten, da sind keine vorhanden, im Endeffekt so sortiert. Ja, dann weiß ich, so, was würde ich aber machen? Also wenn ich bei meinem Screening amerikanische Aktien habe und würde jetzt gucken, wann sind denn da die nächsten Earnings, da würde ich mir das natürlich nach Alphabet hinlegen. So, dann wüsste ich, ich habe die, was haben wir denn hier, Citigroup meinetwegen. Da muss ich bei C gucken und dann gucke ich darauf und dann weiß ich, am 28. April haben die Earnings. Und wenn ich hier heute einsteigen will, dann, das kann eigentlich gar nicht sein, 28. April, dann müssten die Daten, wir haben jetzt Juni und dann, wo sind die nächsten Earnings? Also es ist wahrscheinlich nur ein Geschäftsjahr. Da ist, glaube ich, haben wir einen Bug gefunden oder versteht ihr das? Also normalerweise müsste doch jetzt, hier steht Juni drin und hier sind wir im April. Wann schreiben die denn die rein, wann sie im Juli sind? Ja, die 28. Juli, es müsste ja irgendwann drinstehen. Die Frage, wann sich das aktualisiert. Ich meine, ich kann es mir ja denken. Ich schlage einfach 3 Monate auf, aber da oben steht jetzt Juni drin, 17. Und hier habe ich fast alles noch alte Anzeigen. Das finde ich jetzt nicht so praktisch. Müsste da jetzt hier schon drin stehen, 28. August. Oder wie seht ihr das? Okay, dann werde ich mal eine E-Mail schicken an das AT-Team, dass sie das da mal auf den aktuellen Stand bringt. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben auch noch ein paar charttechnische Sachen. Ihr seht ja hier Volatilität. Performance, das war das mit den 10% in der Woche und so, was ich einstellen kann. Dann Gap. Wie viel Gap möchte ich denn gerne haben? Also die Kurslücke. Kann ich einstellen, wie viel Prozent. So, wenn gestern ein Gap war und ich keine Dividende mehr möchte. Preis über 10. Dividende über 4. Die nehme ich mal raus. Keine Dividende mehr. Daten laden. Dann habe ich, Gap hat er gar nicht gemacht, über 4, das war meins, über 5% Gap. Mal gucken, was er da hat. Gap nach oben 5% gab es wohl gestern nicht. Mhm, interessant. Sollte eigentlich kommen, oder 1%? Komisch. Okay, dann nehmen wir das mal raus und machen den Gegencheck. Kommt da überhaupt noch was? Ja. Also ihr könnt ja schön mit rumspielen. Wenn ihr eure Einstellung gefunden habt, dann müsst ihr die natürlich nicht jedes Mal machen, wenn ihr die mal zuklickt, sondern dann speichert ihr das ab. Da haben wir hier oben links so ein Feld, ja, da, wo keine drin steht, und dann schreibt ihr dann einfach rein. Test 1 meinetwegen und klickt auf die Diskette. Da ist kein Übernehmen und okay, sondern Diskette. Und jetzt habt ihr das so mit den Einstellungen, das Ergebnis, was dann daraus kommt, abgespeichert. Also wenn ihr jetzt mal irgendwie was anderes, ich habe hier noch ein paar andere, Dividenden und Schnäppchen und so weiter, nehmen wir mal Dividenden. So. Und wenn ihr jetzt wieder auf eure anderen Einstellungen wollt, dann geht ihr einfach auf Test 1 und dann habt ihr wieder die Einstellung, die ihr gemacht habt, da drin. Und könnt sofort wieder losscreenen. Jetzt kann es ja sein, dass ihr sagt, ihr habt eigene Listen, ne? Irgendwie euch zusammengestellt. Man kann ja in den Agena Trader über Excel per CSV-Format Excel-Listen auch tauschen, wenn man das möchte. Ja? Oder selber sich zusammenstellen bei Excel und dann in den Agena Trader implementieren. Das Format muss richtig sein und ihr müsst die Symbole richtig eintragen. Also dann kann man das machen. Und ich kann natürlich dann auch diese Listen, die ich mir selbst erstellt habe, für lange Zeit, meinetwegen per Auswahl aus Markttechnik oder so, kann ich ja sagen, ich möchte die mal fundamental checken lassen. Dann muss ich mir jetzt nicht irgendwie
sind, die hier irgendwie reinmachen, sondern ich kann die einfach eins holen. Und zwar, wenn ich hier oben aufklicke, dann seht ihr die ganzen Listen. Und da könnte ich zum Beispiel, bei mir sind es ein paar mehr, ich habe verschiedene Trends mit drin und es ist alles sortiert und mit Benchmarks und so weiter. Gar nicht in die Tiefe gehen, aber ich könnte zum Beispiel sagen, lad mir mal den DAX 30, nicht, aber den Dow 30 hier rein. Mal sehen, ob das funktioniert. Also da müssen jetzt 30 US-Werte drin sein und ich sage jetzt Daten laden. So, jetzt checkt der die Dow 30 Aktien ab hinsichtlich der Kriterien, die ich hier drin habe. Und fragt mich, sagt mir, okay, ich möchte eine Dow Jones Aktie aus dieser Liste, die über 4% Dividendenrendite bringt, über 500.000 Stück am Tag im Durchschnitt gehandelt wurde und über 10 Dollar kostet. Da kriege ich jetzt das raus. Da sehe ich, das sind Dividendenrenditen, also wenn die stimmen, das ist nicht schlecht. Im Dow Jones, obwohl der so hoch bewertet ist, also okay. Man sieht hier, im April waren die Earnings, wenn ich da 3 Monate draufschlage, dann landen wir da im 30.07. Und hier haben wir den 1. Juli. Also da ist er schon drin, woanders noch nicht. Es scheint einen Umschaltmodus zu geben. Okay, so das Prinzip klar geworden. Ich kann also eigene Listen hier auch noch reinbringen. Und wenn ich meine Liste oder einen Wert daraus, das kann ich ja auch machen, kann ich sagen, okay, die Dow Chemical möchte ich gerne haben. Da kann ich mit rechts da drauf klicken. Dann öffnet sich hier so ein Menü. Dann kann ich zum Beispiel sagen, die will ich im Chart sehen. Ja, oder die Chevron, nehmen wir mal die Chevron. Die möchte ich im Chart sehen. Dann klicke ich auf verknüpften Chart öffnen. Jetzt passt auf, was rechts am Rand passiert. Erstmal gar nichts, weil hier so ein Auswahlfeld kommt. Jetzt müsst ihr auswählen, was will ich denn eigentlich haben. Hier unten ist eine Vorlage. Wer so mit Vorlagen, ich glaube, da haben wir schon ein Webinar zu gemacht mal. Wer mit Vorlagen arbeitet, ist ganz klar im Vorteil. Der muss nämlich nicht immer hier oben alles einstellen. Also ich habe hier die Vorlage 1.3 bei mir. Jetzt sage ich, ich möchte hier den Tag auf jeden Fall haben und 1. Und ich sage mal, jetzt 500 Kerzen reicht aus. Klicke auf OK. Dann seht ihr, wie zwei Dinge hier oben grün leuchten. Das und das. So, das ist der Fundamentalscreener und der zeigt jetzt einfach, der Chart ist jetzt damit verbunden. So, dann will ich ja nicht immer hin und her klicken. Das macht sich natürlich besonders gut, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will den Fundamentalscreener auf der einen Seite haben und den Chart auf der anderen. Das könnte man jetzt zum Beispiel so machen, dass ich den Fundamentalscreener jetzt hier festhalte mit der linken Maustaste, diesen Tab, ziehe den in die Mitte und lege den auf die linke Seite. Hier macht sich ja dieses Feld auf. Seht ihr, immer wo blau ist, da geht das hin. Auf die linke Seite. Mal sehen, ob es funktioniert. Ist noch nicht gemacht. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich probiere Dinge immer gerne aus. Okay, das ist schon mal schön. Jetzt haben wir den auf der linken Seite. Und jetzt ist mein anderes Ding weggegangen. Ist ja nicht so schön, weil ich ein paar Tabs mehr habe. Könnte ich den da rüber schieben. Da ist es. So. Und jetzt könnte ich den mit dem YouTube ein bisschen darüber schieben. So, klickt den an. So, was ich jetzt machen kann, ist, kann jetzt hier raufklicken bei IBM und achtet auf den Chart, der verändert sich. Der lädt sich. Ja, also ich kann jetzt quasi aus dem Fundamentalscreener mir gleich schön die Dinge hier anschauen, wenn ich das möchte. Ja, also habe dann gleich eine Liste. Was ich auch machen kann, dieses, was ich hier gespeichert habe und dieses Ergebnis, könnte ich ja auch irgendwo vielleicht als Liste abrufen. Dann mal gucken, wo man das findet. Also dieser interne Screening mit dem Ergebnis, dass hier 5 Aktien rauskommen, muss ja irgendwo als Liste hinterlegt sein. Wo findet ihr das? Ich habe ja bei mir verschiedene Screener. Machen wir hier für USA. Screener US. So, und wenn ich jetzt hier etwas suche, dann gehe ich hier auf so, ich sage mal, Zeitungspapier zu meinen Leuten, dann kann man sich das besser einprägen. Dann habe ich hier verschiedene Listen, die ich habe, verschiedene, alles, was es gibt. Und diese Liste könnte ja jetzt irgendwo bei statischen Listen sein. Nein, ihr müsst diese Liste, die wir aus dem Fundamentalscreener haben, bei Screener-Vorlage suchen.
Oh, ich sehe End of Day Screener und End of Day Screener Advanced. Da seht ihr, da gibt es auch zwei Unterschiede. Es heißt aber im Hauptmenü einmal Fundamental Screener und End of Day Screener. Jetzt habe ich hier zwei End of Day Advanced. Ist das nun der Fundamental Screener oder der andere? Es ist nicht klar formuliert. Auch hier muss ich mal etwas an die Regina Trader Support Crew schicken. So, jetzt müsste hier unten, da ist Test. Ich gehe mal davon aus, dass das hier unten der Fundamental Screener ist. Advanced. Also wenn ihr den sucht, dann werdet ihr den finden, den wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich für die Älteren. Und das ist, also nicht vom Lebensalter, sondern die den Arjuna Trader etwas länger haben. Das ist Test 1. Und wenn ich die Liste jetzt nehme, müsste die sich jetzt links bei mir reinladen. Mal sehen, ob das macht. Nö. Oder doch? Ach je, also dann jetzt hier mal. Das ist ja mal spannend. Er lädt eine Liste hinein, aber was ist das? Also das Ergebnis der Liste ist ja die. Und er lädt mir im Endeffekt eine Liste rein. Ich habe Test 1 dran, ich habe das dran, Daten laden, der lädt die rein. Mal sehen, ob wir die wieder rauskriegen, weil das dauert mir jetzt zu lange. Ihr seht, das ist also mit Fehlern behaftet. Nehme ich meinen Test raus. Aber die verschwindet wieder. Das ist das Prinzip. Also einen Haken setzen, eine Liste reinladen und die wieder rausnehmen. Wo er jetzt die Daten herholt. Ich sehe ja nur 4 Werte. Das verstehe ich jetzt nicht. Also das muss ein Bug sein. Aber gedacht ist es so, dass man halt Listen, die man hier gefiltert hat, hier einen Namen vergibt und diese dann auch als Liste benutzen kann. Also wenn man immer wieder denselben Filter hat, macht es ja Sinn, sich dann halt, sagen wir mal, so ein Aktienuniversum zusammenzuschrumpfen. Und dann habe ich halt immer etwas Aktuelles. Also daher finde ich das, diesen Screener schon sehr gut. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ding wieder hinkriegen, dass es wieder so aussieht wie meins. Haben wir hier oben dieses Fundamental-Screener-Schien festgehalten. Das mache ich wieder, linke Maustaste. Also ihr könnt alle Tabs verschieben bei euch. Dann seht ihr, da kommt Verschiedenes. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wenn ich auf die Mitte schiebe, bleibt da oben. Ich glaube, ich muss da oben hin. So. Zack. Jetzt habe ich es da unten. Das ist spannend. Also wir müssen es ausprobieren, wenn man so häufig macht man das ja auch nicht. Ihr seht immer, wo es angezeigt ist. Muss da unten runter und das in die Mitte setzen. So, jetzt ist mein Fundamental-Screener wieder in meiner Reihe. Er ist dann aber hinten angestellt und ihr müsst ihn da nicht stehen lassen, sondern ihr könnt den Fundamental-Screener jetzt festhalten und einfach nach links schieben. Ihr müsst in dieser Reihe bleiben, immer mal schieben. Bisschen mit der Maus, ein bisschen Übung, geht ihr ab vom Pfad, dann will er nicht mehr. Dann müsst ihr aufpassen, loslassen und müsst nochmal schieben. Ja, das ist ein bisschen fricklich, aber wird ja nicht so häufig benötigt. Man stellt ja sie hier oben nicht seinen Bereich andauernd um. Also wenn ich das habe, dann habe ich das fertig. So, also die wichtigsten Punkte aus dem Fundamental-Screener sind im Endeffekt das Feld Datenladen. Hier könnt ihr eure eigenen Listen nochmal durchfiltern. Mal nicht vergessen, die wieder rauszunehmen per Haken, sonst hängen sie da irgendwie drin. So, dann kann man Daten neu laden machen. Man kann seine Einstellungen, die man hier links gemacht hat, speichern. Und sie sollten auch als diese entsprechende Liste gelten. Wahrscheinlich ist es diese Liste, die er gespeichert hat und nicht nochmal danach. Also die erste Einstellung, die erste Auswahl, nicht durch eine andere Liste. Und deswegen hatte ich so eine lange Liste wahrscheinlich. Das kann man natürlich nur eingrenzen. Es ist also in dem Fall was für eine Liste war es? Eine Screener-Liste. Guck nochmal rein hier, ein Zeitungspapier. Eine Screener-Vorlage war es. Und die untere wird eure sein dann. Ne? Das ist gleichzeitig das Ergebnis. Das erste, was ihr gescreent habt. Und im Fundamental-Screener habt ihr die Möglichkeit, die Daten, die hier drin sind und die Spalten, die ihr drin habt, nach Excel zu exportieren. Ja? Das ist eine gute Sache. Und man kann natürlich auch den Filter zurücksetzen, die Einstellung, wenn ihr rumprobiert habt und nicht mehr wisst, oh, was ist denn jetzt eigentlich falsch, schnell wieder auf Null setzen
Und ihr könnt natürlich auch den Bereich hier ein bisschen größer machen visuell, nämlich Filter nach links, so, diese Taste Filter nach rechts, dann haben wir wieder die Einstellungsmöglichkeiten. Ja. Wenn ihr mit rechts in dieses Tool hineinklickt, dann findet ihr verschiedene Auswahlmöglichkeiten, verknüpfte Chartgruppe öffnen, fundamental Daten von Yahoo zeigen, Instrumente wählen, in Instrumentliste kopieren, da kann man auch wieder eine andere kopieren, einen einzelnen Wert, hier einen Wert ersetzen, da muss man halt auswählen und so weiter und diesen MS Excel Export. Also ein hilfreiches Tool, nur für amerikanische Aktien, wie gesagt, probiert es mal aus und ich denke mal, damit könnt ihr schon mal eine gute Arbeit vorweg leisten, das macht man ja nicht immer. Sondern ich würde dann halt einmal danach gucken, was sind die Umsätze, was sind die Preise, also 10 Dollar plus oder 20 Dollar plus Aktien, schrumpft man das Universum zusammen und speichert die dann eventuell für sich an, vielleicht nach Branchen oder so weiter und so fort. Kann man eine Menge mitmachen. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterbringen für diesen Fundamentalscreener. Wie gesagt, ich stecke da bei dem Ding nicht so tief drin. Ich lege ein bisschen mehr Wert auf Charttechnik und lese auch keine Geschäftsberichte und so weiter. Deswegen ist das, glaube ich, das richtige Tool für Leute, die auf jeden Fall minimalistisch noch den Fundamentaldaten berücksichtigen wollen beim Trading. Okay, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr die jetzt noch losschießen. Konnte ich mal einen Schluck trinken? So. Fragen sehe ich nicht mehr. Ich konnte hier ein paar neue Leute begrüßen. Das freut mich. Vielleicht hat jetzt kommt der Nelson bestimmt. Ich bin die ganze Zeit da. Ich war nie weg. Du wolltest, du weißt, ich habe dich immer gehört im Hintergrund. Ja, umfangreiches Tool. Fundamental Screener auf jeden Fall. Wird auch noch ausgebaut von AT-Team. Ich bin gespannt, wenn das losgeht mit der 2.8-Version, wenn man diese Fundamentaldaten dann auch in Signalen benutzen kann. Wie weit man das dann effektiv machen kann, das weiß ich noch nicht. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Ne? Geht halt nur für amerikanische. Wer deutsche Aktien fundamental analysieren will, da ist da ein bisschen, steht ein bisschen auf dem Nebengleis. Also. Ja, scheinen keine Fragen reinzukommen. Hast du alles ordentlich erklärt? Sehr gut, das freut mich. Dann kann ich also wohlverdient in den Juli-Sommerurlaub gehen. So sieht's aus. Hast du dir verdient und ja, wir haben ja jetzt auch die Stunde voll, also somit eine Punktlandung. Und damit du gerne das Schlusswort hast, bedanke ich mich natürlich bei dir für die Webinare, die wir bis dato schon gemacht haben und ich freue mich dann nach der Sommerpause im August auf die nächsten. Und natürlich ein riesen Dankeschön für alle Teilnehmer oder an alle Teilnehmer, dass sie ja auch immer hier erscheinen und auch Fragen stellen. Vielen Dank für das Interesse. Ich wünsche natürlich noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Restwoche. Hier ist nochmal die Seite von Carsten. Da können Sie ihn natürlich gerne kontaktieren. Aber dazu kann er auch mehr sagen. Also schönen Abend, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Nelson. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und ihr, liebe Mithörer und Mitmacher vor allen Dingen, denn das Ding lebt ja immer von euren Fragen. Wer sich da noch ein bisschen mehr mit beschäftigen will, der kann gerne auf meine Homepage gehen, tradercoach.de unter Leistungen und findet dort bei Webinar und Videos die Auswahl einmal zu meiner Perlentaucherstrategie, wo ich ja hier auch regelmäßig monatlich mit dem FX Flat Team meine Perlentaucherstrategie vorstelle. Da unter Arjuna Trader Trading Software mal reinschauen und hier seht ihr im Endeffekt alle Webinare, die ich habe, Termine. Ihr könnt euch auch anmelden, wenn ihr wollt und natürlich auch eine Videothek. Ja, auch bei FX Flat habt ihr die. Hier mit Inhaltsverzeichnis, ihr seht also, welche Fragen da auflaufen und könnt die dann halt auch, sagen wir mal, spezifisch ansteuern. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die zum Arjuna Trader hier mit bei sind. Ihr könnt eigene Conditions zum Beispiel erstellen. Schaut einfach mal vorbei, themenorientiert und die Webinare sind eigentlich immer noch aktuell. Okay, dann
bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im August wieder. Kann ich gleich mal gucken, wann das ist. Nicht, August nicht, zumindest im Helpdesk. Aber nächste Woche haben wir noch einen Termin. Ja, na klar, wir haben ja noch, weiß ich ja, Perlentor. Ich wollte jetzt nicht abtauchen, ja. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, nächste Woche Mittwoch 18 Uhr ist dann Perlentaucherstrategie und das wird auf jeden Fall wieder spannend. Ich will mal sehen, was die FED-Sitzung heute ergibt und dann schauen wir mal, wie es dann nächste Woche aussieht. Sehr gut. Okay, dann von mir aus schönen Abend und bis bald.